Naja, also erstmal ist es, verhält es sich so, dass also die Firma Puma, die hat auch was mit dem, amerikanisch-indianischen Horoskop zu tun, wo ich nämlich Puma bin. Rein zufällig aber nur. Natürlich doch nicht. Aber, und außerdem singe ich in meiner ersten Zugabe von David Bowie Golden Years. Und das ist das neue Zeitalter, das uns erwartet. Wenn die Menschheit sich besinnen wird, dann heißt das Ganze Zion, nicht mehr Babylon. Babylon, so heißt es jetzt, ja. Mit dem Geld und mit der ganzen Kriegskacke. Und danach heißt es dann also Golden Years. Und dafür muss man kämpfen. Für den Frieden und für die Liebe kämpfen wir. Und das mit der Atomkatastrophe, das wird dann wirklich der ekelhafteste Minuspunkt der menschlichen Rasse sein, falls es passieren würde. Naja, jedenfalls müssen wir dafür kämpfen, damit es nicht passiert. Semenina, aber ich meine, das siehst du ja ziemlich schwarz jetzt mit der Welt. Nein, ich sehe überhaupt nicht schwarz. Gar nicht. Das denkst du dir nur so, weil du nicht weißt, was ich eigentlich denke. Denn Worte sind Worte, ja. Aber die Wahrheit ist die Wahrheit. Und die, naja, und Worte sind Worte, ne? Aber das habe ich jetzt gehört, dass du also Seancen abhältst und in Kontakt mit Leuten aus dem Jenseits trittst. Habe ich mal einmal gemacht, mit meinem Tante Trutchen gesprochen. Und die hat mir gesagt, dass es ihr dort sehr, sehr gut gefällt und dass ich von Ferdinand die Finger lassen sollte. Das war schon 3 Jahre her, habe ich aber doch nicht gemacht. Und dann habe ich ein wunderschönes Kind gekriegt von Ferdinand, weil ich die Finger nicht davon gelassen habe. Ja, dann stimmt es also doch nicht so, was Tante Trutchen dir redet. Doch, wahrscheinlich wolltest du noch länger Urlaub haben und wahrscheinlich handelt es sich bei meiner Cosma Shiva um die Reinkarnation von Tante Trutchen und die wollte nur noch länger Urlaub haben. Kennst du Tante Trutchen? Ja, das klar, das war meine Gouvernante, meine Geliebte. Du bist Vegetarierin, ne? Ja. Wegen der Wiedergeburt? Weil man nicht weiß, ob so eine Schweinsbrust vielleicht an der Tod schon besser geht seitdem. Und weil ich nicht mehr so viel Fett brauche, um glücklich zu sein. Ich brauche mehr Geist, mehr Kontakt zu Gott und den antimateriellen Welten halt. Nikotin und Alkohol interessiert mich auch schon lange nicht mehr. Und ich war nur noch nach Marihuana süchtig. Das war also mein letzter. Ist vorbei? Punkt, ja. Ich weiß aber, dass Gott mir natürlich erlauben würde, ab und zu mal dran zu ziehen. Ich hab's nämlich vergessen. Ich wollte dir nämlich. Er ist ja nicht fanatisch und so. Bye bye, Steffi Mausi.